Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin. Wir haben eine brandneue Folge, Leute. Let's go. Ich will kurz machen. Liked und folgt mir für mehr Bedtime Stories und ganze Folgen findet ihr auf meinem YouTube-Channel. Und dieses Mal ist die Frau der miese Peter. Die E-Mail kommt von einer Frau und sie sagt: Sübi, ich bin die Schuldige in dem Ganzen. Ich bin der miese Peter. Die Geschichte handelt von Silvi. Silvi ist 19 Jahre alt und sieht auf dem Weg zur Arbeit immer diesen einen Typen in der Bahn. Damals ist Corona-Zeit und alle tragen Masken, aber sie sieht so seine eisblauen Augen jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit. An der gleichen Bahn sieht sie diesen Typen und die beiden haben so Augenkontakt. Kennt ihr das so? On my way to some place? Crush? Beide wissen, dass es den anderen gibt, aber keiner weiß, wie der andere aussieht, so wegen den Masken. Sie versuchte mit ihm zu flirten, aber es klappte nicht, weil sie einfach sein Gesicht nicht sah. Irgendwann sah sie, wie er in so eine Edeka-Filiale reingegangen ist und ging ihm direkt hinterher. Und an der Kasse versuchte sie so die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und meinte dann so, man sieht so an seinen Augen, dass er sie so auch so anlächelt. Also es ist schon ein bisschen so flirty, flirty, süß, süß. Aber irgendwie macht sie nicht den ersten Schritt, er auch nicht. Und sie geht nach Hause und betet zu Gott, lieber Gott, bitte, bitte, wenn er der Richtige ist, ich habe so ein Gefühl, dann bitte bring's dazu, dass wir Kontakt zueinander haben. Sie will den Kontakt zu ihm haben, aber sie erreicht ihn einfach nicht. Sie sucht so, aber sie erreicht ihn einfach nicht. Es kommt einfach kein Kontakt zustande. Irgendwann sieht sie ihn in einer Jungsgruppe. Sie sieht, wie er so davon geht. Er ist irgendwie in eine Bahn gestiegen. Sie krallt sich einfach diese Jungsgruppe und meinte, ey Jungs, das ist euer Kumpel. Ich mag ihn unnormal. Ich sehe den jeden Morgen schon seit 7 Monaten lächeln wir uns an. Irgendwie entsteht kein Kontakt. Gib mir mal bitte seinen Instagram-Account. Die Jungs geben ihr den Instagram-Account-Namen und sie sucht nach ihm. Sie findet seinen Instagram-Account, addet ihn und schreibt ihm eine Nachricht. Er schrieb sofort zurück und sagte, bist du nicht das Mädchen aus dem Zug? Sie schickt ihm so schüchtern Smiley, ja. Und er so, oh mein Gott, ich freue mich voll. Wie hast du mich gefunden? Voll cool. Ich habe dich immer wieder im Kopf. Also er ist so unnormal happy, ne? 8 Monate lang haben sie sich mittlerweile gesehen in der Bahn und immer aber nie miteinander gesprochen. Er fragte sie, hast du Lust, dich Montag nach der Schule mit mir zu treffen? Und sie sagte, nach der Schule? Lass uns doch schwänzen und den ganzen Tag miteinander verbringen. Und er hat gelacht und meinte, okay, alles klar, finde ich toll. Die beiden fangen an, sich regelmäßig zu schreiben, jede Minute, jede Sekunde, so voll am Handy die ganze Zeit, voll verliebt. Sie weiß, sie wird ihn morgen treffen, geht so übertrieben, aufgeregt ins Bett, weiß so gar nicht, was sie von der ganzen Sache halten soll. Die beiden treffen sich, sitzen auf einer Bank, aber beide tragen auch ihre Maske, Leute. Ne? Beide tragen so ihre Maske und reden so auf der Bank, weil es war damals voll verboten, so Maske abzunehmen. So treffen die beiden sich dann immer mal wieder, so einen Monat lang regelmäßig und immer mit dieser Maske. Das heißt, der eine hat den anderen ohne Maske gar nicht gesehen. Und nach einem Monat Beziehung beschließen beide dann, lass mal bitte die Maske abnehmen. Das war so ein bisschen so der Mystery-Faktor zwischen den beiden. Wisst ihr, was ich meine? Beide gucken sich an, strahlen und es funkt halt auch. Sie findet ihn mega hübsch, er findet sie mega hübsch. Relativ schnell sagt er auch, ey, ich will dir meine Familie vorstellen, so, Silvi, komm mal zu uns nach Hause, lern mal meine Eltern kennen. Und sie lernt seine Eltern kennen und alles funkt so, sie liebt die Eltern lieben sie, alles cool. Die Beziehung intensiviert sich, sie haben so ihre Tage, wo sie halt so quasi die Schule schwänzen, um Zeit miteinander zu verbringen, kochen bei ihm, schauen Filme bei ihm, die Harmonie ist da, ist alles schön. Nach ein paar Monaten Beziehung fing er dann mit seiner Ausbildung an. Er hatte kaum noch Zeit für sie, immer wenn er arbeiten musste, hatte sie frei und andersrum, er hatte Dienst. Es hat einfach nicht mehr so gepasst und sie merkte, irgendwie bekommt sie keine Aufmerksamkeit mehr von ihm und das hat sie natürlich gestört. Sie merkte halt auch, dass sie immer weniger und weniger Gefühle für ihn hatte und sie hatte einfach so ein bisschen Rache im Kopf. Sie dachte sich so, ich will meine Aufmerksamkeit, ich verdiene diese Aufmerksamkeit. Sie hatte Rache im Kopf, schrieb ihm nicht mehr so viel, fing an, ihn zu beleidigen, wollte sich dafür rächen, dass er sich kaum noch Zeit für sie genommen hat. Sie sagt, Sübi, ich habe ihn wie einen Hund behandelt. Sie sagt, ich weiß nicht, warum ich es getan habe, ich weiß nicht, warum, ich wollte mich einfach rächen. Es war unfair. Nur weil er eine Ausbildungsstelle hatte, die er begonnen hat, war ich auf einmal das Uninteressanteste in seinem Leben. Das ging so nicht. Sie hat oft das Gespräch gesucht, aber es kam einfach nicht zu einer Lösung und er hat halt auch all das mit sich machen lassen. Sie hat ihn teilweise extrem ignoriert, ihn wirklich schlecht behandelt und ihm gesagt, ist mir scheißegal, wie du fühlst, ist mir scheißegal, was du denkst, ist alles nicht mein Ding. Ich will das alles nicht mehr. Sie hat ihm auch gesagt, ich habe keine Gefühle mehr für dich, ich möchte diese Beziehung auch einfach nicht mehr haben. Sie sagte ihm also, ich habe meine Gefühle dir gegenüber verloren und daraufhin fing er an zu weinen. Es ging ihm nicht gut, er war mega traurig und verletzt. Er sagt zu ihr, wenn du mit mir wirklich Schluss machst, dann muss ich mich umbringen. Ich liebe dich so sehr, ich verstehe nicht, wie du es so mit mir beenden kannst. So habe ich mir das alles nicht vorgestellt, bitte mach das nicht mit mir. Also er war wirklich verletzt. Das Ganze wurde zu einer super toxischen Beziehung. Sie war so quasi das schwarze Biest und er war so die Heulsuse in ihren Worten. Ein paar Wochen später lernt sie einen Typen kennen. Der Typ ist so mega muskulös, extrem breit gebaut und voll so der Ansagenmacher. Auch ein hübscher Kerl, so jemand, der so voll
ihrem Type entspricht, aber er war halt einfach nicht so der nette, liebevolle Typ. Innerlich war er halt voll der gemeine Mensch. Sie hatte eine Affäre mit diesem neuen Typ. 2 Wochen lang ging die Affäre. Affäre hieß Nico. Nico wusste auch, dass sie eigentlich einen Freund hat, dem war das halt aber komplett scheißegal. Die beiden sind sich halt körperlich näher gekommen. An einem Donnerstag, wo sie sich halt mit ihrem Freund getroffen hat, waren die beiden im Auto und sie war mit dem Bluetooth vom Auto verbunden. Plötzlich ruft Nico an und ihr Freund sagt zu ihr, wer ist das? Wer ist der Typ? Dann sagt sie, keine Ahnung, wer das ist, weiß ich nicht. Und er sagt, du weißt, ich vertraue dir blind, oder? Nutz das bitte nicht aus. Und sie so, ja, ich finde auch, das ist eine echt gute Einstellung, dass du mir einfach blind vertraust. Guckt sie an und fängt an zu weinen, weil er spürt, dass da was nicht stimmt. Also sagte sie, weißt du was, ich muss mit dir reden. Ich muss dir jetzt einfach was gestehen. Er schaute sie an, hatte Angst davor, aber wollte es auch hören. Sie erzählte ihm von ihrer Affäre. Sie sagte zu ihm, du, ich habe jemanden kennengelernt. Er ist extrem muskulös. Du weißt, ich stehe auf muskulöse Männer. Außerdem ist er auch ein Deutscher und kein Türke wie du. Ich fühle mich halt krass angezogen und er schenkt mir auch Aufmerksamkeit. Ich dachte erstmal, es sei nur ein kleiner Flirt, aber ich merke einfach über die Zeit hinweg, dass sich da voll die Gefühle auch meinerseits aufgebaut haben. Er schaut sie an, ist mega aggressiv, flippt komplett aus und schlägt gegen sein Radio, macht sein Radio kaputt, schlägt gegen sein Dach, wird voll aggressiv und schreit halt rum. Das hat ihr gar nicht gefallen und sie meinte, ich will dich nie wieder sehen, wie kannst du neben mir so aggressiv sein, was schlägst du hier alles kaputt, ich kriege Angst, tu nicht so, als wäre das erst heute passiert, das läuft alles aus dem Ruder, so wollte ich das alles nicht. 2 Tagen meldete er sich bei ihr und schickte ihr so ein Bild, wie er im Krankenhaus lag. Er wurde frisch operiert. Trotz all dem, was passiert ist, ging sie ins Krankenhaus, kümmerte sich um ihn, hat ihm eine Suppe vorbeigebracht, hat ihm so die Füße zugedeckt, war quasi da für ihn und meinte zu ihm, ey, ich bleib hier, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Und war wirklich 2 Stunden mit ihm. Nach 2 Stunden ging sie nach Hause, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und sagte, das ist der letzte Kuss, den du je von mir bekommen wirst. Zum ersten Mal erhielt sie an diesem Tag eine Beleidigung von ihm. Sie war komplett überfordert, wusste nicht, was sie tun soll, hat die ganze Zeit überlegt, habe ich damit einen Fehler gemacht, ich weiß es nicht. Sagte, du Bitch, was hast du mich fix und fertig gemacht, hast mich betrogen, bist dann ins Krankenhaus gekommen, hast dich hier um mich gekümmert und mich dann hier geküsst und damit deinen neuen Freund betrogen. Hat sie danach überall geblockt und sich bei ihr gar nicht mehr gemeldet. Und nach 1 Monat ist ihre Mutter verstorben. Sie hat damals schon als Kind ihren Vater verloren und hat ihm dann eine Mail geschrieben und gesagt, ey, meine Mama ist verstorben, bitte melde dich mal bei mir. Er hat sich sofort bei ihr gemeldet, war für sie da, hat ihr auch direkt ein Bild vom Grab geschickt und gesagt, ich bin hier, mach dir keine Sorgen. Aber das mit uns beiden wird trotzdem nichts. Verpiss dich, melde dich bitte bei mir nie wieder. Leb dein Leben, aber bitte ohne mich. Ich werde trotzdem ab und zu hier zum Grab deiner Mutter kommen, aber das Leben musst du ohne mich leben. Silvi war total zerstört. Ihr Vater starb, als sie klein war. Ihre Mutter war jetzt auch verstorben. Sie war ganz alleine mit all ihren Geschwistern und einem wirklich unempathischen Freund. Während sie ein Drama durchmachte, feierte ihr Freund im Club. Das war halt auch der Punkt, wo sie so realisiert hat, was sie eigentlich mit ihrem Ex-Freund verloren hat. Sie fragte sich die ganze Zeit, wie konnte ich so jemanden für so jemand Billiges gehen lassen? Warum? Sie realisiert einfach, dass sie was Gutes hatte, nach was Besserem gestrebt hat, aber was Schlimmeres bekommen hat. Ihre Message an euch alle, kämpft um eure Beziehungen. Kämpft um ordentliche Kommunikation. Sie steht aber zu ihren Fehlern und hat sich versprochen, sie will ab heute nicht eine Person mehr so verletzen. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn ihr solche verrückten Bad-Time-Stories für mich habt, Leute, egal ob ihr Opfer oder Täter seid, schickt sie mir per Mail an info@skinmeeting.de. Bessos!